Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Vorhersage zum August 2023 und ein kleiner Schwenk aus dem Sein. Ich grüße dich von ganzem Herzen, du wundervolle Seele. Schön, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge auf dem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Ja, das Jahr 2023 schreitet voran. Wir haben den Juli überstanden und man kann sich doch immer wieder auch auf die Schulter klopfen zwischendrin und sagen, wow, ich habe wieder einen Monat überlebt auf diesem Planeten Erde, auf dem es so heiß zugeht in dieser besonderen Zeitqualität. Und ich meine, natürlich in vielen Zeiten, jeder, der aktuell in seinem Körper inkarniert ist, hat das wahrscheinlich immer schon behauptet, so sicherlich auch Sokrates vor 2000 Jahren und Plinius und wie sie nicht alle geheißen haben, Platon. Also jeder hat seine besonderen Challenges in seinem Leben und natürlich ist es doch was ganz Besonderes, weil die Zeitlinien sich trennen. Also wir waren immer schon hier ein riesen Potpourri an verschiedensten Potenzialen und Zeitqualitäten und es gibt ja immer wieder so Schnittstellen, die in der Vergangenheit aber nur an ganz besonderen Tagen oder ganz besonderen Phasen möglich waren, je nachdem, wie man bewusstseinstechnisch aufgestellt gewesen ist. Und jetzt aktuell haben wir eben diese Zeitlinie des Transhumanismus, in die ganz viele reinlaufen und dann auch wiederum die Zeitlinie des erwachten Menschenbewusstseins, der komplett aus seiner 3D-Illusion aufwacht und eben mitsamt Körper in eine nächst höhere Energiedichte-Dimension aufsteigt. Wir machen jetzt noch ein kurzes Intro und dann steigen wir richtig ein. Bis gleich. Ja, und ich muss mich ein bisschen ranhalten. Man sieht, die Tage werden auch langsam dunkler. Ich liebe ja diese Stimmung, also dieses Wechseln von Tag zu Nacht, diese Dämmerung, sowohl in den Morgenstunden wie auch in den Abendstunden. Ich kann dir so sehr empfehlen, wahrscheinlich machst du es eh oder du kennst das, aber dort rauszugehen und irgendein Ritual vielleicht zu machen, in die Meditation zu gehen. Oder einfach nur draußen zu sein und mit nackten Füßen dich auf die Erde stellen, dich mit dem Tag nochmal, mit dem neuen Tag in der Früh natürlich zu verbinden. Und also das sind wirklich die essentiellen Augenblicke meines Lebens geworden. Und ich denke für jeden, diese frühen Morgenstunden, diese Abendstunden, am besten immer wieder so viel Zeit, merke ich, sich rausnehmen und wirklich in die Innenschau gehen. Das heißt nicht, dass du dich komplett vom Außen trennst, aber einfach nicht mehr viele Worte, einfach lauschen, sein und dann kommen plötzlich die Energien und du wirst durchflutet. Und also, ich weiß, ich denke mir immer wieder so, Alter, es ist einfach so krass. Also, was für starke Energien immer wieder durch mich durchfließen und ich kratze immer noch gerade an der Oberfläche. Robin hat im letzten Interview mit mir gesagt, er ist gerade am Beginn seiner spirituellen Reise. Also es hört einfach nicht auf und ich denke mir, wow, also what the... Und zensiert, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht über den Maulwurfshügel stolpere, der hinter mir ist. Also wo... Es endet einfach nicht. Ich meine, der Verstand ist nicht dafür geeignet, wir wissen es immer wieder. Am besten einfach ins Fühlen und ins Sein gehen, ins Wahrnehmen und dort in die Ausdehnung und dort findet, das kann das Ganze auch wirklich verarbeitet werden oder gefühlt werden und da fühlt es sich auch gut an. Hier oben ist es einfach immer wieder mindblowing. Ja, ich möchte zu Beginn gerne nochmal auf mein Seminar Ende August hinweisen in Hessen. Ursprünglich war es ja so angedacht, dass ich es mit der wundervollen Bianca, meiner
einer sehr wundervollen Seelengefährtin, Seelenschwester, die ich schon seit vom Sirius kenne. Aber sie hatte einen Todesfall in der Familie, relativ spontan, und somit setzt sie aus. Und dadurch wird das Blatt natürlich neu gemischt, aber es wird deswegen nicht weniger wundervoll. Ich gehe dort auch immer wieder in die Visualisation und in die Vision, in die Supervision. Und ich habe jetzt nochmal ein Video gemacht, gerade was ich nicht öffentlich auf YouTube veröffentlichen kann, weil wegen GEMA und ich halt da Musik gespielt habe. Deswegen werde ich es hier oben mal verlinken. Ich habe es dann auf Vimeo hochgeladen, hoffentlich, damit du mal so ein bisschen Einblick bekommst. Ich möchte gerne ja so eine Art Qigong mit dir machen, oder mit, wenn du kommen möchtest, Qigong, wo wir also mit Musik und mit der Energie, die uns ja ständig umgibt, spielen. Und ja, es ist wirklich fantastisch, wenn wir diese, wisst ihr, wir strömen ständig über unsere Hände, über unsere Finger Farben, Lichtgeometrien aus. Auch wenn wir Musik machen, wenn wir singen und tönen, und Hellsichtige nehmen das wahr. Und so können wir ganz bewusst diese Bewegung machen und dabei Energien in den Raum schicken, indem wir natürlich innerlich in die Güte gehen oder aus unserem Herzen heraus diese Energien. Und das ist fantastisch, was man da dann für ein Energiefeld aufbauen kann. Und das möchte ich gerne mit dir, wenn du Lust hast, in der Gruppe zusammen machen. Und wenn man auch, vor allem wenn man Synchronbewegungen ausführt, dann passiert was ganz Magisches. Und das ist ein Forschungsfeld, ein Experimentierfeld, wo ich gerne mit dir tiefer eintauchen möchte. Und auch, ich habe jetzt wieder ein neues Gruppen-Channeling von meiner lieben Freundin Gabriella erhalten, was ich auch wieder öffentlich hier zum Verkauf angeboten habe. Ich werde es mal auch unten drunter verlinken. Du kannst auch 10 Minuten reinhören. Also ich habe das jetzt nicht angesprochen, um das dir anzupreisen zum Verkauf, aber ich kann es sehr empfehlen, weil es sind wirklich wundervolle Informationen, wo es unter anderem auch darum geht, was passiert gerade mit der Zeit, wie verhält sich das mit den Zeitlinien, wie können wir noch bewusster auf diese Zeitlinie raufspringen, die wir haben möchten. Es geht um Heilung des Körpers, es geht darum, dass unsere kosmische Familie aktuell sehr intensiv mit uns vor allem im Schlaf arbeitet und wie wir unseren Schlaf noch harmonischer gestalten können, sodass sie noch intensiver mit uns wirken können, unsere lichtvollen Begleiter, unsere Seelenfamilien. Und noch vieles mehr, was mir jetzt gerade nicht so einfällt. Ich habe ja auch eine Übersicht mit Stichpunkten erstellt, wo du sehen kannst, um was es geht. Und du kannst auch die ersten 10 Minuten mal reinhorchen. Das sind wirklich tolle, heilsame Informationen. Und es geht auch darum, jetzt kommen die ganzen Mücken, es geht auch darum, dass, jetzt bin ich kurz raus. Ah ja, und es geht auch darum, dass es jetzt nochmal eine kritische Phase geben wird. Also jetzt, sie haben gesagt, in den nächsten Tagen bis in den Herbst hinein wird sich das ziehen. Also es wird zu irgendeiner Eskalation wohl kommen auf der Weltenbühne. Und wie wir auch da uns innerlich darauf vorbereiten können, und ja, das ist eigentlich auch mein Thema dieses Videos. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen. Das ist so wichtig. Das ist so essentiell wichtig. Ich meine, Kurt Tepperwein, du wirst sicherlich mal ein Interview von ihm angehört haben. Er hat in jedem Interview genau das, nur das gesagt und immer wieder hervorgehoben, so. Also verwechsel dich nicht mit deiner Schuluniform. Das ist deine Schuluniform. Und das ist, wir sind immer noch, ich schaue mich um und ich unterhalte mich mit vielen Menschen, auch in Seminaren zum Beispiel auch. Und ich merke, sie sind so stark identifiziert mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Körper. Und natürlich, es passiert mir immer wieder, ständig im Grunde auch, aber Ich gehe immer wieder raus, also es verschiebt sich halt immer mehr und ich erkenne es relativ schnell und dann kann ich wieder in die höhere Perspektive gehen, in die Beobachterrolle,
Weil das ist so essentiell wichtig, weil es kommt momentan so vieles, ja. Es kommen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also auch in mir kommen alte Dinge an die Oberfläche, die jetzt kommen möchten, damit sie erlöst werden können. Du kennst ja das Spiel inzwischen. Es kommen die Dinge an die Oberfläche und es ist teilweise ganz schön happig, ne? Also die Energien sind, was ich mit intensive Energien vorhin meinte, heißt ja nicht immer nur, dass es ganz wundervolle, liebevolle Energien sind. Es ist oftmals so, ja. Und manchmal ist es aber auch total, ja, unglaublich intensiv in Form von ätzend. Ich kann es kaum aushalten. Und wenn man es dann nicht schafft, so in die Beobachterrolle zu gehen oder Methoden und Mittel zu wählen, um sich in einen höheren Energiezustand zu schwingen, ja, dann kann das ganz schön wehtun, ja, es tut einfach weh. Und darum geht es im Grunde genommen auch bei den Worten von der Gabriella. Es sind so viele Lichtimpulse und Strömungen da, aber sie können nicht in uns eindringen, solange wir uns nicht in einen Energieschwingungszustand gebracht haben, wo wir sie auch aufnehmen können. So, vielleicht, ich habe ja mal einen großen Faible für Chemie gehabt. Ich habe ja Lebensmitteltechnologie studiert und hatte auch Chemieleistungskurs an der Schule. Und da gibt es diesen Satz: Similis similibus solvuntur. Ist auf Latein und das heißt so viel wie Gleiches mischt sich nur mit Gleichem. Also, es ist im Grunde einfach das Resonanzgesetz. Und diese hohen Schwingungen, die jetzt da sind, diese lichtvollen Schwingungen, ja, die können nicht in deine Systeme eindringen und dich noch höhere Energieschwingungen erheben, wenn nicht dieses Grundfundament ja, vorbereitet ist. Und das sind die gleichen Dinge wie immer. Auch die Plejader sagen das immer wieder. Ich hatte so ein schönes Seminar mit Pavina, dieses eintägige Seminar. Ich sag's dir, viele von euch waren ja auch da. Und es war einfach so schön. Ich bin so dankbar dafür. Die Verbindung zu den Plejadern, sorry, ich habe eine leichte Kehlkopfentzündung. Ich war jetzt die Woche wieder beim Wolf-Dieter Stoll auf dem Seminar und es hat nur geregnet, ja, du hast es sicherlich auch mitbekommen. Es ist ziemlich kalt. Ich habe jetzt gerade Glück, dass es sieht zwar regnerisch aus, aber es regnet gerade nicht. Und ich glaube, ich muss mich jetzt mal wirklich ranhalten, sonst siehst du mich gleich nicht mehr. Ja, ich war beim Stoll und wir waren viel draußen und es war kalt und es war, ja, regnerisch und so. Habe ich mich ein bisschen wohl erkältet, obwohl ich so viele Kräuter natürlich konsumiert habe. Aber auch, ich merke es schon, mir hat es dort eben gefehlt. Wenn man gleich von in der Früh ab bis spät abends eigentlich immer mit anderen, natürlich habe ich mich ab und zu rausgenommen, aber in der Regel habe ich sonst meine 2 Stunden in der Früh und wenn ich die nicht habe, dann fehlt mir das einfach extrem. Also lieber ein bisschen früher aufstehen und früher ins Bett gehen, das hat sich total bewährt. Ja, jetzt vielleicht noch mal kurz zum August. Wir beginnen schon am 1. August direkt mit einem Vollmond im Wassermann. Und ja, das ist also ein freiheitsliebendes Zeichen. Es ist eine überhaupt sehr freiheitsliebende Energie oder schöne Energie eigentlich durchweg durch den August. Wir haben den Mars sehr prägnant und den Merkur den ganzen Monat über in der Jungfrau. Es ist also ein guter Monat überhaupt, um arbeitsam seine Projekte auch voranzubringen. Überhaupt ist es ja das ganze Jahr. Wir haben ja immer noch den Jupiter auch im Stier. Also es geht um Materie, auch um sein solides Fundament hier zu schaffen und natürlich aber gleichzeitig eben nicht sich damit zu identifizieren. Also komm in die Fülle, aber nicht aus dem Muster heraus, so, oh, ich muss jetzt hier, ich bin ein kleines sterbliches Menschlein und ich muss mein Überleben sichern. Dein Überleben wird automatisch gesichert, wenn du dein Bewusstsein ausdehnst und dadurch kommst du auch in den Erfolg. Und Erfolg ist auch sowas Wichtiges. Ja, ich brauche immer ewig inzwischen, weil ich mich so gerne in mein Inneres zurückziehe. Früher habe ich viel mehr im Außen aktiv gemacht und so eine Zeit wird sicherlich auch wieder mehr kommen. Aber momentan ist es halt eben auch so, dass ich viel im Inneren schürfe und mich selber tiefer ergründe. Und ich bin auch sehr dankbar darum, dass ich diese Freiheit genieße. Und dass ich diese Freiheit genieße und dennoch
ist es so wichtig, dass wir ein Mindset entwickeln von Erfolg. Also Erfolg bedeutet einfach nur eine höhere Schwingung. Und ich meine, der Kanal heißt Raise Your Frequency. Es geht darum, deine Schwingung immer weiter zu erhöhen. Ja, Erfolg macht einfach Spaß. Es ist wunderbar, wenn du Dinge tust, die anderen helfen und andere dich dafür anerkennen. Nicht, weil du unbedingt darauf angewiesen bist, sondern einfach, weil es Spaß macht. Weil es jeder, der sich dem Göttlichen seiner Seele widmet und weiht und hingibt und weihen, also weihe deine Projekte, weihe dein Leben immer wieder dem Licht, weihe dich dem Göttlichen. Das ist so wunderbar. Also wir kommen jetzt wieder mehr und mehr dahin, dass wir verstehen, dass Magie so, so an der Tagesordnung ist. Und das zu nutzen, ja, Magie zu nutzen, ich meine, deine Glaubenssätze umzuprogrammieren, das alles, Wortmagie, wenn ich hier die Wörter aussende, das ist alles Magie. Und wer das bewusst schafft zu tätigen, ja, der ist ganz vorne mit dabei. Und ja, umso besser funktioniert es, umso weniger du dich identifizierst. Also auch immer wieder, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle und Emotionen. Und die Musik und die Farben. In Zukunft werden wir mit Musik, mit Klängen und mit Farben heilen. Und das ist also auch Thema unseres Seminars Ende August. Wir werden sehr viel mit dem Klang arbeiten und sehr viel tönen. Heute früh habe ich wieder einfach einige Minuten, 10 Minuten oder was, A und dann E getönt. Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie befreiend es wirkt, wie weit du wirst. Und ja, diesen Resonanzkörper, deine Chakren gehen auf. Eigentlich ist es nicht schwierig, aber man muss es einfach machen. Ja, also der Monat ist sehr wunderbar für Arbeit. Jetzt sehe ich mich tatsächlich auch nicht mehr. Okay, ich fasse mich kurz. Ist eine kurze Monatsprognose dieses Mal. Ich hoffe, du siehst es mir nach oder vielleicht mache ich nochmal ein anderes Video. Also, grundsätzlich ist also dem Monat auch noch zu sagen, dass neben dem Mars und der Merkur in der Jungfrau haben wir also auch noch die Venus weiterhin im Löwen, was also eine sehr offene, verspielte Liebe verspricht oder diesen Raum, dieses Feld dafür öffnet, für neue Menschen kennenzulernen und natürlich auch mit der kurzzeitigen rückläufigen Venus, also auch die nach innen Schau, die Selbstliebe, und natürlich ist das auch immer wieder das einzige Top-Thema. Es geht nur darum, dass auch wenn du gerade in diesen Ätzgefühlen bist, wenn dich irgendwas Altes überkommt und du wieder irgendeinem alten Schuldkomplex drinnen hängst in dieser Traurigkeit, dass du es dann schaffst, dich mit dem Strahl der bedingungslosen Liebe zu verbinden, dass du es schaffst, dich dann in Geborgenheit zu wissen und genau zu wissen, egal was ich mache, egal was ich tue, ich bin immer, immer bedingungslos geliebt. Die Lichtwelt bewertet und beurteilt gar nichts, gar nichts. Und das ist auch unser großer Schlüssel. Nicht die anderen bewerten, auch nicht die, die in Richtung Transhumanismus gehen. Wir werden mit dem Parallel hier leben für einige Zeit und es ist in Ordnung. Es ist immer alles in Ordnung. So wichtig, so wichtig. Und das immer wieder wiederholen. Ich bin fast fertig mit meinem inneren Kindheilungskurs. Das ist genau der Schlüssel, dich in Sicherheit und in Geborgenheit zu wissen. So essentiell. Das ist dein Portal zu deiner Seele. Das innere Kind in Geborgenheit zu wähnen. Ja, okay, dann nur noch der abschließende Vollmond. Wir haben also zwei Vollmonde im August. Wir haben überhaupt die Löwezeit. Die Löwezeit ist die Zeit des Mutes, der Großzügigkeit, die Sonne in ihrer größten Kraft, die Sonne, so wichtig und wertvoll, gibt uns so viele Impulse für unsere DNA, ach, für unser Wachstum, und deswegen immer wieder mit der Erde und der Sonne verbinden, mit der Erde und der Sonne verbinden, mit der Erde und der Sonne verbinden, das mehrmals täglich, und du wirst, ja, es wird geschehen. Und natürlich ist es vielleicht hier und da noch ein bisschen holprig auf dem Weg, aber das macht nichts. Wir lächeln einfach dabei, so wie immer. Oder immer öfter. Und also Ende des Monats haben wir dann noch den Fische-Vollmond. Das ist ein bisschen mystisch wieder. Das ist genau nach meinem Geschmack. Ich liebe die Wasserzeichen. Ich liebe Fische und ich liebe Skorpion.
Und ja, so ganz tief, tief, tief hinabzutauchen. Auch in das Obskure, auch in das, ja, vielleicht auch ein bisschen Abtrünnige ein bisschen zu erforschen, ja. Reinholz, einer meiner Lehrer, vielleicht kennst du ihn von den Lichtkörperkongressen, hat also auch mal gesagt, die Skorpione sind wahrscheinlich die einzigen, die beim tiefsten Nebel und beim Unwetter, bei Gewitter Bock haben rauszugehen, weil es einfach die Stimmung so genial ist. Und das, ja, das liebe ich. Und der Fischevollmond, ja, regt also dazu an, tief in dieses innere Heiligtum zu tauchen. Es kann auch sein, dass es schon so der Übergang vielleicht ein wenig in Spätsommer, Herbst, dort steigen Nebelschwaden auf und die Mondin ist ja auch sowas Mystisches und dieser ganze Vollmond wird also, ist dem Neptunischen gewidmet, also die reine bedingungslose Liebe repräsentieren die Fische und gleichzeitig auch dieses Illusionäre, dieses Verträumte und die Täuschung. Also raus aus der Täuschung ist auch das Thema, ist sowieso immer wieder das Thema. Es blühen uns noch so viele krasse Wahrheiten, von denen selbst die weit entwickelsten Lichtarbeiter noch gar keinen Schimmer haben. Also unsere Lügenmatrix ist einfach so unglaublich fast vollkommen in ihrer Pervertierung, dass wir haben uns halt so sehr daran gewöhnt, aber die Scheuklappen dürfen sich immer noch weiter öffnen und wir dürfen keine Angst davor haben. Einfach immer wieder dich in Sicherheit wähnen, dich mit Mutter Erde, ihren Kristallreichen verbinden, deine Fußchakren öffnen, dich mit Ra verbinden, mit Gaia, ich hab's schon gesagt, und immer wieder dir sagen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Und dann schau, was übrig bleibt. Was bleibt übrig? Und du wirst merken, dein Energiefeld wird sich automatisch von der Schwingung erhöhen, weil du dich in deinen Lichtkörper mehr und mehr begibst, in das, was du bist, das, was über den Tod hinaus bestehen bleibt. Okay, ich bin schon eh nicht mehr zu sehen, aber du kannst mich ja noch hören. Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen. Danke für, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, die Videos teilst und den Videokanal abonnierst, solltest du doch nicht dabei sein. Du kannst in den Telegram-Kanal kommen, du kannst dich in den Newsletter einschreiben und eine Gratis-Meditation dir abholen und immer wieder auch hinaussenden, mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Du wirst dein höchstes Glück dann finden, wenn du es schaffst, dich mit der Menschenseele wieder eins zu fühlen. Und das passiert dadurch, indem du dich liebevoll mit allen Menschen immer wieder verbindest. Und das fühlt sich so schön an. Wieso sollte irgendjemand das nicht wollen? Es fühlt sich so schön an. Wir sind eins, wir sind verbunden und wir gehen in die neue Zeit. Die neue Erde ist schon da. Wir müssen einfach nur weitergehen, weiter lächeln, weiter atmen und weiter allen anderen alles Gute wünschen. So einfach geht's. Ich danke dir von Herzen auch für immer wieder finanzielle Unterstützungen und Spenden, die zu mir fließen. Ich danke euch von Herzen für euer Sein, für euer Wirken hier auf der Erde. Bis immer gleich. Namaste. Dein Philipp. Ciao.